Shalom und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute das Thema, meine lieben Geschwister, mein Bruder in Pakistan. Ich würde gerne beginnen mit einigen Bibelversen, so wie immer aus meiner Schlachter 2000. Wer will, darf hier auch gerne seine Bibel zur Hand nehmen, aufschlagen und mitlesen. Matthäus 19, ab Vers 16 bis 22. Hier geht es darum, ja, um den reichen jungen Mann, der Jesus gefragt hat, wie er das ewige Leben bekommen kann. Ja. Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Er sagte zu ihm: Welche? Jesus aber sprach: Das, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, ehre deinen Vater und deine Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm: Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm: Willst du vollkommen sein, so gehe hin, verkaufe, was du hast, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hatte schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Und wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Ja, mir ist klar, dass wir jetzt auch noch weiterlesen können, ja. Aber mir geht es jetzt nur speziell um diese Verse hier. Denn ich habe eine neue Erkenntnis darüber bekommen, die ich hier gerne mit euch teilen würde. Früher habe ich immer gedacht, wenn ich diese Verse gelesen oder gehört habe, dann hatte ich immer so eine Vorstellung davon. Der reiche Mann, ja, so eine riesige Luxusvilla, die neuesten Ferraris, BMW, Mercedes, Luxuskarossen vor der Tür stehen. Solch ein Bild habe ich immer gehabt, ja. Und habe mir dann immer so gedacht, zum Glück bin ich nicht der reiche Mann, ja. Ich würde euch gern eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar geht es um einen Bruder, der als Flüchtling aus Pakistan nach Deutschland kam. Ich glaube, das Ganze ist jetzt 3 oder 4 Jahre her. Ein wirklich ganz, ganz lieber und wertvoller Bruder. Ich fand das ganz interessant, seinen Lebensstil, ja, und wie er Jesus so verstanden hat in vielen Punkten. Ganz anders und viel gottesfürchtiger als, ja, als wir das leider hier in vielen, vielen Gemeinden in Deutschland haben. Zum Beispiel eine Sache, die ich wirklich sehr, sehr gut fand. Ja, der Bruder hat in einem Flüchtlingsheim gelebt, das von der Gemeinde, ich glaube, so 45 Kilometer entfernt gewesen ist. Trotzdem ist er bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad 45 Kilometer hin und 45 Kilometer wieder zurück. Jedes Mal, wenn er in die Gemeinde fuhr. Ich habe das gesehen, wie er lebte, meine lieben Geschwister. Er hatte dann später eine Unterkunft bekommen von anderen Geschwistern, die Geld, ja, die Miete kassiert haben von der Gemeinde, damit er bei ihnen unterkommen kann. Und sie haben ihn auf einer Baustelle leben lassen. Sie haben ihn gehalten wie ein Tier. Das ist unglaublich. Ich habe das mit meinen eigenen Augen gesehen. Dieser Bruder hat schnell die Sprache hier gelernt. Er konnte jetzt nicht fließend Deutsch, aber für die kurze Zeit, die er hier gewesen ist. Ja, es gibt hier manche Ausländer, die leben seit 20 Jahren hier und mit denen kannst du dich immer noch nicht auf Deutsch unterhalten. Aber er hat sich wirklich bemüht, ja. Er hat niemandem etwas Böses getan. Er hat sich bemüht, die Sprache zu lernen. Und er wollte die ganze Zeit arbeiten. Er wollte niemanden auf die Tasche legen. Er ist immer auf die Straße gegangen, um das Wort zu verkünden. Ein treuer Diener des Herrn. In seinem Flüchtlingsheim wurde er misshandelt, geschlagen, angespuckt. Unglaublich. Er war ein Christ, ich glaube, unter knapp 50 Muslimen. Dieser Bruder, ein Mensch, der niemandem etwas getan hat.
mitten in der Nacht von mehreren Polizeibeamten abgeholt wurde, ja, als wäre er ein Schwerverbrecher. Und er wurde abgeschoben. Einfach so, von jetzt auf gleich, mitten in der Nacht. Einige, ja, auf Facebook und so weiter kennen diesen Fall auch, weil er weit verbreitet wurde. Aber der Herr macht keine Fehler. Der Herr macht keine Fehler. Ich weiß, dass Jesus ihn jetzt in Pakistan gebraucht, um ein Licht dort zu sein. Damit er dort leuchten kann für die Geschwister, die in Not sind. Fest im Glauben, im Geist, in der Liebe ist er in Pakistan unterwegs und eröffnet Bibelschulen, Gemeinden. Meine lieben Geschwister, Pakistan, ja, das ist ein Land, was wir uns wirklich nicht vorstellen können, die wir hier leben, wie grausam das alles ist, gerade wenn du ein Christ bist. Es ist unglaublich grausam, ja. Du musst aufpassen, was du sagst, ja, wo du hingehst, denn du läufst jeden Tag Gefahr, gesteinigt zu werden, gekreuzigt zu werden, ja. Ich will die anderen Hinrichtungsmethoden will ich hier gar nicht aufzählen. Meine lieben Geschwister, in diesem Land haben viele, viele unserer Geschwister, die meisten, kein fließendes Wasser, keine richtigen Toiletten, keine Küche. Die leben zu fünft in einem kleinen Zimmer von 30 Quadratmetern. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Die haben nichts zu essen. Das ist nicht so wie hier bei uns. Die haben nicht mal richtig fließenden Strom. Plus den Problemen, die wir hier noch haben, ja? Dass der eine gegen den anderen lästert, ja? Dass der andere dem anderen Schlechtes tut, das kommt noch mit dazu. Diese wirklich Gläubigen von neugeborenen Christen dort, denen geht es nicht gut. Das sind wirklich nur ganz wenige dort. Ja, ich werde hier ein paar Videos und Bilder einblenden, dann seht ihr das mal. Also ich bin sehr begeistert. Ich habe selten so schöne Stimmung gehört. Ich werde in Deutschland allen erzählen, wie schön ihr singen könnt. Shalom. Das ist mein Haus. Ja. Weil der Haus sehr alt und tief geworden. Dann kommt Regen, kommt so viel Wasser rein. Und dann kann nicht mehr sitzen oder wohnen. Und die Straßen in meinem Dorf. Alles dieses, ne? Alles christliche Häuser. Alle sind Christ. Ja. So arme Leute. Die alte Mama. Das ist unsere Gemeinde. Das steht Jesu Badsha. Das heißt Jesus König. Thank you.
Hier haben wir eine Gemeinde in, wie heißt die Stadt hier? Das Kreuz kannst du auch aufnehmen. Hä? Heißt die Stadt hier. Das sind die Brüder von der Gemeinde. Und die sind dabei jetzt, die wollen hier ein Gemeindehaus bauen. Wir waren gerade bei ihnen zu Hause. Und wir suchen Geschwister, die bereit sind. Die bereit sind hier, wo das Kreuz unseres Herrn gepredigt wird, wo das Evangelium mitten unter der Finsternis, dass hier was aufgebaut wird. Ne? Und wir würden uns freuen und beten, dass der Herr offene Herzen schenkt, dass hier eine Gemeinde entsteht. Der Herr segne uns alle und segne unsere Geschwister. Wir haben hier ein Projekt am Laufen. Und viele von euch haben schon von diesem Projekt etwas gehört. Mach dich auf und werde Licht. Wir alle sind dieses Projekt. Vor kurzem sind zwei meiner liebsten und engsten Brüder nach Pakistan gereist, um dort ein Licht zu sein, um dort zu predigen, um dort zu evangelisieren, um dort den Geschwistern vor Ort Trost zu spenden, ihnen zu helfen, sie finanziell zu unterstützen. Wir können uns nicht vorstellen, wie diese Menschen dort leben. Der eine Bruder ist direkt krank geworden dort. Ja, der hatte eine Augenentzündung da gehabt, er dachte, er wird blind. Ja, die Umstände dort, auch medizinisch gesehen, das ist eine große, große Katastrophe. Wir dürfen nicht vergessen, wir nennen uns hier in Facebook und auf YouTube Kinder Gottes. Aber Kinder Gottes sind ein Licht. Meine lieben Geschwister, ich werde hier ein paar Kontodaten einblenden. Und wer es auf dem Herzen hat, ich bitte euch, egal wie viel, spendet was. Das Gute an dieser Spende ist, meine lieben Geschwister, dass ihr wirklich wisst, wo es hingeht. Das Geld geht direkt in die Hände der Brüder, die dort dann arbeiten werden. Von diesem Geld werden direkt Gemeinden eröffnet, Bibelschulen eröffnet, Bibeln gekauft, um das Reich Gottes zu erweitern, um die Geschwister dort zu unterstützen. Das ist kein Spaß. Es geht hier um Leben und Tod. Es geht um das Evangelium. Wir nennen uns Kinder Gottes, dann lasst uns auch wie Kinder Gottes handeln und ein Licht in der Finsternis sein. Da sind Geschwister, die sind am Sterben. Und wir machen uns hier den Kopf, wenn wir mal einen Tag kein Nutella auf dem Brot haben. Als diese beiden Brüder aus Pakistan zurück nach Deutschland kamen, da waren sie total verstört. Man hat das richtig gemerkt. Männer, die fest im Glauben sind, sind völlig erschüttert gewesen von diesen Bildern, die sie dort erlebt haben. Brüder, zu denen ich aufschaue, weil sie richtige Männer Gottes sind, sie würden so etwas nie von sich sagen. Ich weiß das. Und ich weiß, dass es sie noch mal eine ganze Ecke weitergebracht hat im Glauben. Demütiger zu sein, mehr Liebe zu haben, fester im Geist zu werden. Meine lieben Geschwister, teilt dieses Video hier. Teilt es auf allen Plattformen. Lasst uns diesen Geschwistern in Pakistan helfen. Denn sie brauchen unsere Hilfe sehr, sehr dringend. Hier machen sich alle Sorgen und Gedanken über die Trübsal und über Verfolgung und wie lange wir hier wohl noch so leben können, wie wir leben. Aber dort, auf der anderen Seite der Welt, da hat die Verfolgung schon längst begonnen, meine lieben Geschwister. Und wenn wir diese Geschwister wirklich als unsere Brüder und unsere Schwester ansehen, dann lasst uns auch etwas tun. Nicht nur immer ein Licht sein für die Menschen, die in der Welt sind, auch ein Licht sein für die Geschwister, die mitten in der Finsternis sind. Letztens ein Bericht. Ja, da wurde ein christliches Ehepaar einfach so auf offener Straße gesteinigt. Die Polizei stand daneben. Sie haben nichts getan. Das Einzige, was sie getan haben, sie glauben an Jesus. Ein Gottesdienst während des Lobpreises kam die Taliban und eröffnete das Feuer auf die Geschwister. Meine lieben Geschwister, das sind die wirklichen Flüchtlinge. Das sind wirklich die Menschen, die Hilfe brauchen. Lasst uns ihnen helfen. Und lasst uns dieses Video hier immer als aktuell ansehen. Lasst uns dieses Video teilen und lasst uns ein Licht sein. Dieser Bruder John ging meine Familie dort besuchen. Über WhatsApp habe ich ihm Fotos geschickt. Fotos von meiner Familie hier in Deutschland.
und habe ihm gesagt, er kann ja diese Fotos ausdrucken und meiner Familie in Pakistan geben. Warum, weiß ich nicht, aber er konnte die Fotos irgendwie nicht ausdrucken lassen. Also beschloss er, meiner Familie einfach die Fotos über das Handy zu zeigen. Als er dann bei meiner Familie war und meiner Schwester die Fotos gezeigt hat, da sagte sie zu ihm, dass sie so gerne diese Fotos hätte. Und der Bruder John gab ihr das Telefon. Er hat ihr einfach das ganze Handy gegeben. Was er da gegeben hat, meine lieben Geschwister, das ist alles gewesen, was er hatte. Und da wurde mir klar, ich bin der reiche Mann, von dem die Rede in der Bibel ist. Ich bin der reiche Mann. Ich hätte mein Handy schicken können, aber ich habe gedacht, Mensch, ich stehe gerade finanziell nicht besonders gut da und wenn ich mein Handy jetzt schicken würde, dann bin ich ja nicht mehr erreichbar und so. Und der Bruder, der nichts hat, der gar nichts hat, der nicht mal richtig Strom zu Hause hat, gibt sein Handy ohne zu zögern. Ich bin der reiche Mann. Ich bin der reiche Mann. Wir sind alle der reiche Mann. Teilt dieses Video, dass es die ganze Zeit aktuell bleibt, dass wir die Geschwister unterstützen können. Lasst uns doch einmal vorstellen, wir wären an ihrer Stelle. Wir würden nichts zu essen haben. Wir würden nichts zu trinken haben. Wir würden keinen vernünftigen Schlafplatz haben. Wir würden verfolgt werden. Wir würden keine Kleidung haben. Und dann wissen wir aber, dass auf der anderen Seite der Welt Geschwister sind, Christen sind, die ein Auto haben, ein Dach über den Kopf, wo jedes Kind sein eigenes Zimmer hat. Ist auch nicht so bei jedem, das weiß ich. Aber trotzdem geht es uns noch tausendmal besser als den Geschwistern dort. Unser Herz würde bluten, wenn wir an ihrer Stelle wären. Ihr seid das Licht der Welt, sagt der Herr Jesus. Wir sind das Licht der Welt. Früher begegnete der Vater, Gott den Menschen durch Jesus Christus. Heute begegnet Jesus Christus den Menschen durch uns. Dass der Herr uns alle bereit macht für den großen Tag, wenn er wiederkommt. Dass er uns hilft, heilig zu leben. In der Liebe und im Geist zu wandeln, dass wir jeden Tag etwas lernen, das uns im Glauben weiterbringt, dass wir jeden Tag mehr lieben und mehr vergeben, dass wir jeden Tag mehr Licht sind. Meine lieben Geschwister, ich hab euch lieb, mach dich auf und werde Licht. Shalom. Dir hat dieses Video gefallen, dann schau dich doch einfach um auf meinem Videochannel MustHaveTV, denn dort biete ich noch viele, viele andere Videos an. Videos, mit denen ich Geschwister erbauen möchte, ermutigen möchte, fit machen möchte für den Alltag. Abonnier diesen Channel und du wirst immer auf dem aktuellsten Stand sein, was hier die Videos auf MustHaveTV angeht. Viel Spaß, Gottes Segen, Shalom.